Wir kommen heute zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert und wie immer, same procedure as every time, starte ich mit der Spielauswahl und bin gespannt, welches Spiel es heute auf Platz 1 schafft und damit in die Folge. Okay, Robokraft Enter the Stretzung. Da bin ich ja mal jetzt gespannt, wie weit das motivierend ist, weil natürlich habe ich mir schon, also ich erinnere mich auf jeden Fall dran, was ich davon schon gesehen habe, dass dann irgendwelche selbstgebastelten Roboterteile zusammengesetzt werden, um dann eigentlich gegen Spieler, mal gucken, ob es auch ein PvE gibt, ja, anzutreten und dass man sich die einzelnen Teile und so weiter wahrscheinlich innerhalb des Spiels freischaltet. Aber gleich werde ich es wissen, wie sich das Ganze tatsächlich spielt und wie spannend das dann auch ist. Okay, also Robokraft selber wird eine Weile dauern, um das zu installieren. 1300 MB Festplattenspeicher und zumindest 500 MB zum Runterladen. Okay, das sollte dann nicht so lange dauern. Und das Spiel ist selber noch im Early Access. Das heißt, es ist auch noch keine fertige Version, auch wenn es mit Sicherheit ein Free-to-Play bleiben wird. So, das Spiel will jetzt noch ein Easy Anti-Cheat-Setup ausführen. Bin ich ja mal gespannt, was das noch mit sich bringt und was das für Auswirkungen hat. Und vor allen Dingen, was das dann wirklich für eine Überwachung oder Störung mit sich bringt. Das Problem, nachdem ich gestern ja noch so prophetisch gesagt hatte nach der Installation, ha, es will ein Anti-Cheat-Dingsbums installieren und mal gucken, was das anstellt, hat es auch prompt etwas angestellt. Es hat mir nämlich meine Aufnahmesystem, weil ich habe bisher bloß OBS verwendet und nicht das OBS Studio, und das hat es komplett zerlegt. Ich konnte nichts mehr capturen und bin jetzt auf OBS Studio gewechselt, und da hat es jetzt anscheinend schon mal ganz gut funktioniert. Und ich musste aber natürlich erstmal hier meine ganze Umgebung wieder nachbauen. Und habt ihr den Unterschied gemerkt? Gibt es Unterschiede gegenüber den ersten Minuten jetzt, bevor ich jetzt tatsächlich ins Spiel gestartet bin? Ich hoffe nicht, und ich hoffe, ich habe auch eine ganz gute Tonkombination gefunden. Und also jetzt auf zu Robokraft und mal gucken, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat. So, also dann auf ins Spiel. Das war jetzt der erste Eindruck vom Start her, dass sich halt die gegenseitig bekämpfen. Ich weiß nicht, ob das 6x6 Arenen sind oder wie das überhaupt, ja, wie viele unterschiedliche PvP-Möglichkeiten, ja doch PvP, Player versus Player gibt, und ob es vielleicht auch irgendein PvE-Element gibt. So, also hier das erste Daily Reward. Und okay, was habe ich jetzt alles bekommen? Ein Electronic C-Left, Electronic Shield, ein Lenkrad und ein Reifen. Die Dinger sind noch irgendwie gesperrt. Bekomme ich die erst morgen? Unlock Premium Items. Was muss ich dafür tun? Ich muss dafür Geld ausgeben. Premium Membership. Ein Tag 1,19 Euro und bis zu 180 Tage für 41,99 Euro. Und Salvage Crates gibt es auch noch für 5 Euro für 12 Stück und für 92,99 Euro für 300 Stück. Das Spiel ist wie gesagt im Early Access und ja, mal schauen, wie das Ganze ist. Das heißt, ich bekomme also als normaler nicht bezahlt Spieler erstmal nur die Hälfte. So, das ist jetzt wahrscheinlich, weil ich es gestern gestartet hatte, aber nicht eingesammelt habe, dass ich jetzt vielleicht noch das zweite Ding bekomme. So, jetzt erstmal die... Oh je, was ist hier das Menü? Recycle, Forge, Factory, Leak, at Bay, CPU, Enter to Type, das ist wahrscheinlich der ganze Chat.
Was ist das? Select your avatar. Okay. Nehme ich den da erstmal. Level 1, Inventory, Recycle, Forge, Play, Social, Leaks, Factory. Okay, Settings. Music Volume, bitte ganz aus. Sound Volume machen wir mal auf die Hälfte. So ist okay. Gut, dann was soll ich tun? Also mein Inventory. Das sind irgendwelche Enter Edit Robot Mode. No, noch nicht. Also das ist mein Roboter. Select Cubes to place on your robot. Movement. Okay, das ist das, was ich jetzt gerade dazu bekommen habe. Dann schau. Ja, dann lass uns doch mal in den Edit Mode gehen. Das heißt, ich kann hier dann irgendwelche Sachen dran setzen. Ah ja. Scheint aber nicht besonders gut zu sein, wenn ich das da dran setze. Also sollte ich es lieber woanders hinsetzen. Dann kann ich gleich mal meinen Roboter testen, bevor ich mich da auf irgendwelche Spiele einlasse, den zu bewegen und zu... Okay, also da ist mit der Maus einfach zu zielen. Und... Passiert da irgendwas? Nö. Kann nur auf die Dinger da zielen. Bewegen ganz klassisch. Spielphilosoph teleported in. Zack, 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 zack. Aber es geht nicht kaputt. Okay. Back to edit. Robot. Und natürlich der Countdown gestartet, damit ich nicht wieder maßlos überziehe. Und das Ganze maximal eine Stunde aufnimmt. Ja, Back to Main Menü hätte ich eigentlich auch gleich gehen können. So, Recycle Inventory. Ich würde sagen, ich gehe gleich mal direkt ins Spiel. Und probiere meinen ersten Robot aus. Okay, das ist einfach nur, dass der gleiche Robot bewegt wird. Aha, verschiedene Roboter. So ein fahrendes Ding gefällt mir auf jeden Fall besser. Also, Play. Genau, Tutorial. Zeig mir doch mal, was ich hier eigentlich tun soll und wie und warum und sonst was. This is Mothership. Move up with space. And pick up the crafting gun. Fire the Mechlex on the floor. Was? Fire the Mechlex on the floor for the blue target. Use left mouse button to fire. Okay. Push Q to access inventory. Click on the cube to select it. So, welchen Sinn macht es, diese ganzen Cubes dort? So, wie komme ich jetzt wieder runter? Ah, okay. Dann kann ich doch auch so, dann brauche ich doch gar nicht die Space-Dings. Okay, also ein paar Cubes dran setzen, damit er, ja was, mehr Material hat, um zerstört zu werden. Oder einfach dann sozusagen als Armor gilt das Ganze. Naja, noch ein bisschen mit der Positionierung. So, jetzt sind alle 6 Blöcke gesetzt. Push Q. Nice job. Click this. Okay, eine neue Waffe. Laser Warp. Okay, die soll da oben hin. Und da soll noch eine hin. Und da soll noch eine hin. Ups, daneben. Okay, ist egal. Ah, trotzdem an die richtigen. Also mit T den Roboter testen. Gut, das, was ich gerade eben schon gemacht habe. Die Frage ist nur, welchen Sinn macht es, das hier zu testen, weil letztlich passiert ja irgendwie nichts. Soll ich hier jetzt Distance Zone, weil ihr testet your robot. Move the Mac to the marked area. Okay, ah, da drüben. Klatsch, 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 klatsch.
Move up the hills to the next location. Hey, er kann sogar springen. Hopsi. Er scheint mir im Fliegen irgendwie schneller zu sein als zu Fuß. Move to the next location. Also was? Move down to the hill. Ah, to the last location. Und dann kann ich hoffentlich schießen. Destroy the enemy Robot. Der schießt aber nicht zurück. Kann ich hier irgendwie gezielt auf was Bestimmtes? Ja, Kanone weg. Noch eine Kanone weg. Aim Special. Und kannst auch umfallen. Kann ich eigentlich reinzoomen? Ja, ein bisschen reinzoomen kann ich auch. Wie komplett muss der eigentlich zerstört werden? Nach dem Motto, wenn er sich nicht mehr bewegen kann, liegt er eigentlich eh bloß noch am Boden rum. Auch wenn er jetzt im Moment nichts macht. Pam pam, aber anscheinend muss... Okay, you did it. You are the robot. Naja, das war jetzt noch nicht wirklich was zu tun. So, connecting to server. Oh, Protonium salvage created. Okay. Gut, 2 Rare-Items nur für Premiums und für normale nur 1 Rare-Item. Es gibt sogar fliegende Teile. Das ist ja noch cooler. So, also Play. Edit your robot, test your robot. Das habe ich ja jetzt schon gemacht. AA Robots. Deathmatch und Team Deathmatch. Gut, dann lass mich doch mal ausprobieren, gegen die Bots zu kämpfen. Okay, also sind ins Insgesamt, ja, es sind 5 gegen 5. This is Team Deathmatch. Kill the enemy team to win. Okay. First team to reach the target total wins. Was ist der Target? 30 Teamkills. Okay. So, dann müssen die ja jetzt auch hier irgendwo stecken. Sind ja wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite irgendwie gestartet. Da sind schon die ersten. Boah, was haben die denn für eine Reichweite? Ich glaube, ich bin in die Luft geflogen. Aber wir haben schon 2 rote Team Deathmatch Kills. So, wo sind die anderen 2? Jetzt haben wir schon 3, dafür haben wir jetzt noch einen roten verloren. Auf jeden Fall ist es gut, hier im Team zusammen zu bleiben. So, jetzt haben wir 4 zu 5. Das ist aber nicht gut. Die Frage ist, kann man hier tatsächlich irgendwie sinnvoll ausweichen? Er hat Schild. Okay, 57 Robotergesundheit. Okay, ich bin jetzt wieder in die Luft geflogen. So, 5 zu 8. Also mit der rechten Maustaste kann ich schnell reinzoomen. Dann kann ich hier zumindest die übersichtliche Darstellung behalten. Ah, das ist unser. Zack. So, 7 zu 9. Naja, das nimmt sich noch nicht so optimal ab. Wo ist der nächste? Da wird doch schon wieder geschossen. Ja, Vorstürmen und Kamikaze spielen ist nicht so optimal. Komm, noch ein. Okay, 48%. Ist der jetzt schon in die Luft geflogen? Der ist noch nicht in die Luft geflogen. Wird die Gesundheit eigentlich irgendwie wiederhergestellt? So, schnell in Deckung gehen. 3, 2, 1. Ah, cool, wenn ich lang genug aus dem Gefecht bin, kann ich komplett geheilt werden und alles wieder aufbauen. Also rechtzeitig rausgehen und nicht den Kampf immer bis zum Ende suchen.
Ja, im Kreuzfeuer ist es nie gut zu stehen. So. Ja, jetzt erstmal wieder ein bisschen in Deckung gehen. Also irgendwie kann ich nicht mehr gut fliegen. Oh, schnell. Oh, jetzt bin ich getroffen worden. Verdammt. Holt mich hier raus. Oh, schon wieder. Also 10 Sekunden darf ich nicht getroffen werden, damit ich hier eine Chance habe zu überleben. Und ja, meine Flugeigenschaften sind schon ziemlich schlecht. Aber so, jetzt haben wir 13 zu 18 Kills. Und da ich mich jetzt nicht habe abschießen lassen, sieht das doch schon mal ganz gut aus. Auf jeden Fall lustig, wie diese Wiederherstellung funktioniert. So. Ist der ein feindlicher? Nee. Also was noch ein bisschen schwierig ist, ist die Freund-Feind-Erkennung. Weil solange dieser Balken nicht da ist, bin ich ja gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein Feind ist, den ich angreifen sollte. Okay, die sind alle blau. Ich habe die Schrift bis jetzt noch nicht gesehen, beziehungsweise die Schrift taucht auch erst auf, wenn man dicht genug dran ist. Zack. So, 21 zu 17. Mag zwar keine große Kunst sein, gegen die Bot zu gewinnen, aber immerhin spiele ich das heute das erste Mal. Also, wenn ich meinen ersten Botkampf gewinne, ist es hoffentlich gut. Ist das jetzt ein Gegner? Wo feuern denn hier die... Ey! Wer feuert da auf mich? Ich sehe überhaupt nicht die... Ah, da ist einer. Auf jeden Fall hat er eine schöne Kurz... Zack! Abgeschossen. Da ist doch irgendein Knirps hinter mir her. Mach ihn platt. Ach, 25. 26. 27. Hey, warum zählst du nicht richtig mit? Da ist doch ein Roter, oder? Zack. Okay. Team Kills. Wie lange haben wir jetzt eigentlich schon gespielt? 5 Minuten? Ha. Du bist dran. Du bist sowas von fällig. Zack. So, 2 noch. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es so im Teamspeak bestimmt ziemlich lustig ist, wenn man sich dann gegenseitig, hey, da um die Ecke, da drüben ist der Typ und sonst was und hier und sonst was, juhu, geschafft, prima, irgendwelche, wie es halt im Teamspeak eventuell so zugeht. Je nachdem, ob man nur die reinen Kommandos austauscht oder auch Emotionen teilt. Okay, einer noch. Der letzte. Team defeated. Okay, wer hat den letzten geschickt? Okay, mit 7 Kills bin ich zumindest nicht der Schlechteste, aber ich bin nur 2-mal gestorben. Ich habe bei 10 mitgeholfen und habe einen Score von 625. Also zumindest vom blauen Team habe ich den höchsten Score, aber die roten haben deutlich besser performt. Wie funktioniert das denn? Haben deutlich mehr Damage aufgeteilt, aber haben nicht so viele Kills erreicht. The score of the winning team have been double. Was? Oh no! Ich hab verloren! Ja, sowas! Wir haben... ja. Deswegen hat dieser Zähler auch nicht funktioniert, weil der natürlich weil ich auf die falsche Seite geguckt habe. Ich gucke die ganze Zeit zu den Roten, weil wir ja die Roten killen, aber natürlich, wir müssen ja die Blauen zählen, oder wie? Okay, kein Wunder. Also dann sind sie letztlich auch nicht viel anders als bei uns, weil mit 1256 hat er auch nur 611. Okay, das heißt, ich habe mein erstes Match verloren, weil ich die falsche Seite gezählt habe und weil die anderen viel zu blöd reingerannt sind. Na gut. As a result of your position of the leaderboard at the end of your last battle, you have been awarded. Playing higher robot CPU games will improve the rarity of the loot received. Okay. Super.
Nerv. Da merkt man schon wieder das klassische Free-to-Play. Robot-CPU unlocked, 520. Das heißt, ich kann jetzt bis zu 520 dort rein machen. Mal gucken, wie viel kostet es eigentlich dort. Aha, die kann ich einfach so, kostet gar nichts. Gut. Warning, you are about to dismantle this robot and delete the garage bay. The cubes will be returned to your inventory. This action cannot be undone. Es ist doch noch gar kein Roboter drin. Ich habe doch eh keinen gebaut jetzt. Ja. Okay, das sind so die verschiedenen Dingsbums. Dann Upload Robot. Ich würde eher mal Settings. Kamera Control Steals, Keyboard Control Steals. Wie kann ich denn hier am schnellsten in den Edit-Modus wechseln? Aus Robots. Das sind wahrscheinlich die, die hochgeladen wurden. Okay, Robits Earnings. Das ist dann die Spielwährung. Fully Forge Cost, Inventory Forge Cost. Das heißt, wenn ich das Inventory, was ich schon habe, verwende, dann kostet es ein bisschen weniger, weil ich schon ein paar Bausteine drin habe. Das heißt, das sind die verschiedenen Teile. Gesundheit, Robo, CPU Load, 1 Petaflop und 15 Kilo. Das sind die verschiedenen Bewegungsteile. Was ist das? Specials und Kosmetik. Was machen die? Gesundheit 2.1, Petaflops, ganz normal. So, die werden wahrscheinlich mehr Rechenleistung benötigen. Ja, haben auf jeden Fall auch deutlich mehr Gesundheit, weil hier waren jetzt gerade mal so 2000 in der Dreh. Alle 2000 darum. Das heißt, je mehr ich davon natürlich raufnehme, desto besser, desto mehr Gesundheit habe ich. Das heißt, desto mehr kann ich auch einstecken. Und umgekehrt, wenn das natürlich die Paraflops sind von den verschiedenen Antrieben, gut, Waffen. Die werden wahrscheinlich auch einiges an Rechenleistung brauchen. Power Consumption. Ja, die Frage ist, wie vor allen Dingen die Power... dafür habe ich im Moment noch nichts bekommen, oder? Ist das hier das Raster? Max Speed. Max Speed. Das sind alles Antriebe. So, dann sind die Specials nachher wahrscheinlich irgendwo... rar und stylish from an Electroplate. Oh, ein Schild. Das ist natürlich hilfreich. 60.000 Schildpunkte. Schild, das recharges when you don't take damage. Und das wird nicht recharged. Okay, das will ich doch jetzt gleich mal ausprobieren. Also, Recycle. Okay, da kann ich dann Robits, genau, hier unten steht ja schon, wie viel die dann bringen, wenn ich die verkaufe, beziehungsweise eben recycle. Factory. Das sind die Community Factory, das heißt, das war das, wo ich gerade eben schon drin war. Okay, Freunde Editor. Forge. Select Cubes to Forge. Was genau heißt das? You don't have enough Robots to forge. Ah, okay, dann heißt, da kann ich Elemente selber herstellen. Aber ich habe ja eh keine Qubits. Von daher das Ganze. Gut, einmal zurück und ich möchte hier eigentlich in den. Ich war da vorhin so schnell in dem Edit-Mode. Ach, na klar, hier im Play habe ich ja auch den Edit Your Robot. Gut, jetzt habe ich den Marschierroboter wieder. Wie kann ich denn jetzt das andere wechseln? So, also das war das Inventory und
So, auf jeden Fall hat er jetzt eigentlich Schilde dran. Ich habe noch nichts gesehen. Das war jetzt die fliegende. Ne, das war die fahrende Kiste. Gut, dann schaue ich doch mal, ob ich da die Schilde dran bekomme. 69.000, 36 Paraflops, 32. So, wie muss das denn befestigt werden, damit das genug Möglichkeiten hat? Oder wie funktioniert das überhaupt? Not enough Robot CPU. Level up to get more Robot CPU. Toll. Damit kann ich die Sachen wegnehmen. Ne, es ist eine Farbpistole. Okay, damit kann ich meinen Roboter einfärben. So, wie viele habe ich? Ich habe blau. Das. Außer den Vieren sind noch keine weiter freigeschaltet. Das heißt, die anderen werde ich wahrscheinlich erst erwerben müssen. Okay. So, und wenn ich jetzt was davon wegnehmen möchte. Ah, Rechtsklick ist einfach sozusagen das dann. Wäre es aber gut, wenn ich irgendwie. Ja, da das Ding nicht angezeigt bekommen würde. So, jeder von den Cubes sorgt auf jeden Fall auch dafür, dass die Dinger belastet werden. So, wie viel brauchen wir noch? Robot-CPU-Limit 520. Also, wie viel muss ich dann entfernen, damit es reicht, um so ein Schild draufzusetzen? So, der brauchte 36, der brauchte nur 32. Und 32, jetzt reicht es auf jeden Fall, dass ich den da hinsetzen kann. So, wahrscheinlich ist es ziemlich egal, wo der angebracht ist, weil der einfach generell. Habe ich überhaupt? Nur, genau, ich habe ja überhaupt nicht genug von den Cubes. So, 505, das heißt, ich kann noch 5 von diesen Teilen da reinsetzen. Hab dann zwar einen weniger zum Schießen, aber. Auf jeden Fall kann ich damit noch ein bisschen die Gesundheit verbessern und hoffentlich mein Schild ein bisschen verstecken oder halt so abpuffern, dass es nicht gleich getroffen wird. Gut, die cannot place it here, it overlaps with other robot parts. Na gut. So. Wahrscheinlich vom Gewicht hängt natürlich auch die Geschwindigkeit ab. Jetzt habe ich die ganzen Dinger wieder weggezogen. So ein Käse. Gibt es hier sowas wie ein Undo? Assign Loadout. Was heißt das? Is there someone to remove all pieces from this load? No. Informationen, da oben kann ich noch ein bisschen was einblenden. Totale Gesundheit 8100, Schild 60.000 und Gewicht 8 Tonnen. Ah ja, Center. So, mal gucken, was sich hier sonst noch so einschalten lässt. Das ist F. Ups. Achso, das war jetzt Resume. Ja, aber ich habe den ja jetzt noch nicht fertig, meine Güte. Nochmal Edit. Also, das war das. Das waren meine Bewegungen. Das ist der Recycler. Okay, hier kann ich auch nochmal so drehen. Gut, das kann ich mit der Maus auch machen. Was ist das? Hilfslinien. Okay. So, jetzt muss ich da nochmal gucken, was jetzt da eigentlich genau der Fall war. Und was jetzt mit dem einen Cube da unten das Problem ist. So, die sind jetzt nicht mehr connected, weswegen die entsprechend rot gekennzeichnet sind. Ich habe da hier unten einfach nur Raupen. Ja, nicht währenddessen die rechte Maustaste drücken, weil sonst geht das Ganze dann ziemlich schief.
So, einfach da unten mal noch ein bisschen abpuffern. Und das einfach ist vielleicht jetzt nicht besonders optisch ideal, aber Hauptsache ich bekomme erstmal jetzt hier meine Blöcke wieder zugeteilt. Und hier noch ein bisschen den Schutz für mein Schildteil wieder dran zu bekommen. So, da war jetzt nicht genug. Ist natürlich die Frage, ob das Ding auch einfach umfällt, wenn es hinten zu schwer wird. Keine Ahnung, wie das vom Gewicht her austariert wird. Okay, da kann ich es nicht hinsetzen. So, jetzt da dran setzen. 164. Könnt ihr auf jeden Fall nochmal probieren, ob ich nicht die Kanone auch noch wieder dran setzen kann. Einfach so in die Mitte bauen ist natürlich unpraktisch. So, jetzt mal gucken, ob ich da noch die Kanone wieder draufsetzen kann. Was ist denn das für ein... Oder am besten gleich den da. 26 Petaflops. Power Consumption. Single Gunfire. Max Fire Rate. Okay, das scheint er nicht so sehr zu mögen. Die Frage ist jetzt nur, wieso. You cannot place this here, it overlaps with other robot parts. Okay, dann muss ich da noch mehr Platz schaffen, damit der irgendwie in der Ausführung sich da betätigen kann. Ha, da könnte sie auf jeden Fall, ups, schon dran sein. So, jetzt ist nur die Frage, wohin soll sie zielen? Okay, aber sie hat eigentlich so ein Aiming-Ding. Dann machen wir den mal noch weg und setzen die... Ach, jetzt kann er nicht mehr. Okay, das war genau ausreichend weit weg, dass das da geplatzt, platziert hätte werden können. Gut, wenn ich die Blöcke da nochmal wegnehme. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, was dann jetzt eigentlich wo immer weggenommen wird. Okay, da kann ich es auch hinsetzen. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, ich kann die noch dann zuordnen, ob die auf... Das sind die... Zuordnung für die Waffen, ob die auf 1 oder 2 reagieren. Gut, der Piercer dann sozusagen auf 2 und der Decimator auf 1. Das heißt, die anderen schießen dann alle zusammen. Okay, aber von dem habe ich ja, glaube ich, keinen mehr, oder? Jetzt kann er in den Himmel schießen. Mann, lass doch das Ding einfach mal... Genau, ich habe doch nämlich davon nichts mehr. Das wollte ich doch bloß wissen. So, 2100 Gesundheit. So, dann hier noch ein bisschen mehr aufbauen. Damit die Waffen mir nicht gleich weggeschossen werden. Okay, jetzt kann ich da natürlich nichts mehr dran setzen. Jedenfalls nicht da in den Bewegungsbereich für die Waffe. So, jetzt habe ich da auf jeden Fall schon mal ein bisschen, bin mal gespannt, ob das Ding dann nach hinten umfällt, wenn da so viel Gewicht drauf ist. So, 490. Kleine Treppenstufe hinten dran, damit nicht von hinten mir die Waffen weggeschossen werden können. Erinnert so ein bisschen an Tetris oder Blockout spielen. Wo kommt der nächste Cubus rein? 499. So, das heißt, ich kann noch... ja, jetzt noch 18 setzen. Einfach nur, um meine Gesundheit weiter nach oben zu bringen. Bin mal gleich auf den Testlauf gegangen, ob das Ding alles so funktioniert. Ah, da fehlt noch eine. Beziehungsweise ich habe die wahrscheinlich wieder. Ich weiß
Ach ja, weil ich drücke immer die rechte Maustaste, wenn ich die Kamera bewege. Aber das muss ich ja in dem Spiel gar nicht. Das heißt, ich kann hier einfach so die Kamera bewegen, ohne die rechte Maustaste festzuhalten. Gut, da kann keiner rein. Dann müssen wir hier einen kleinen Huckel drumherum bauen. Und dann kann ich darüber weitermachen. 5,18, so die letzten zwei Blöcke. Und das war's. Ja, Robot-CPU-Limit erreicht. Und jetzt mal gucken, ob sich das Ding noch fahren lässt. Oder ob das dann einfach auf dem Hintern fällt. Okay, sieht nicht so aus, als hätte es da jetzt große Schwierigkeiten. Gut, dann... ja, eigentlich will ich gleich zurück ins Menü. Ich hätte da jetzt gar nichts weiter machen wollen. Aber gut, ich kann nur bis ins Edit-Menü zurück und kann von hier aus dann ins Startmenü zurück. So, also das ist der Roboter, an dem ich jetzt rumgebastelt habe, der jetzt auch meine 520 CPU komplett ausnutzt. Und dann werde ich jetzt nochmal versuchen, gegen den Computer zu gewinnen. Kann ja nicht sein, dass ich mich blamiere und nicht gegen die CPU hier gewinnen kann. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Also diesmal schaue ich auf der linken Seite, dass wir die Kills bekommen und schaue, dass ich ein bisschen besser mit meinem Team zusammenbleibe. Ist natürlich praktisch, wenn ich dann versuche wegzufahren, um... Ah ja. Ja, da muss ich ein bisschen lenken, damit ich überhaupt treffen kann. Schießt er eigentlich automatisch die Waffe, die möglich ist? Ne, ich glaube nicht. Oh, weg hier. Weg hier. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Doch. Okay, die Steuerung mit einem Rad ist ein bisschen schwierig. Und ja, ich glaube, ich bin gerade in die Luft geflogen. Okay, wir haben 1:6. Also ja, wir liegen ziemlich weit hinten. Und mein Schild wird eigentlich irgendwie gesondert angezeigt. So, wo liefert ihr euch aktuell eure Schlachten? Also irgendwie ist es ein bisschen umständlich, mit den Waffen hin und her zu schalten. Okay, da ist einer. Ja, da muss ich echt aufpassen, dass ich dem ausreichend hinterherfahre. Um den dann auch wirklich zu erwischen. Ich verstehe gar nicht, was der so lange immer mit dem Aufladen zu tun hat. Okay, da hat sich der andere natürlich deutlich flotter gespielt. Mit den schnelleren Waffen. So, aber jetzt... Nein! Okay. Jetzt bin ich wieder im Kreuzfeuer. Weg hier. Bevor mein Schild aufgebraucht ist und... Ja, ich wieder in die Luft fliege. Okay, also so richtig hinbekommen tue ich das noch nicht. Mit dem bin ich einfach zu träge, als dass ich da wirklich zügig feuern könnte. Also die haben so eine lange Aufladezeit, deswegen wird überhaupt nicht meine CPU, mein Energiespeicher wirklich kaputt gemacht. So, jetzt sind hier zumindest mal ein paar, also ich muss viel öfter zwischen den Waffen hin und her schalten. Beziehungsweise wäre die Frage, ob das nicht auch irgendwie automatischer geht. Okay, der ist in die Luft geflogen. 7:13. So, statt hier schon wieder vorwärts zu laufen. Wen habt ihr denn da im Schussfeld?
Okay, kein freies Schussfeld. Ha, der nächste. 8 zu 14. Das heißt, sie haben auch schon wieder einen in die Luft gejagt. Ja, umdrehen. Dann kann ich so lange gucken, wie ich will. Aber wenn ich mich natürlich nicht umdrehe, dann fahre ich immer noch in die verkehrte Richtung. Okay, also los, weiter. Wo sind die Treffer hergekommen? Wieso sehe ich eigentlich keine Anzeige für mein Schild? Oder wird es einfach in die Gesundheitsanzeige eingerechnet? 15 zu 10. Alleine vorzupreschen ist auf jeden Fall nicht sehr sinnvoll. Bleibt es an meiner Seite. Okay, da sind irgendwelche. Ha, okay, der ist nicht in die Luft geflogen. Aber es hat schon mal. Also die Waffen haben eine gute Durchschlagskraft, vorausgesetzt, ich komme. Jetzt laufen wir doch nicht im Schussfeld rum. Ja, sehr gut. Okay, 11 zu 17, also wir holen noch nicht wirklich auf. Ach, jetzt hat er sich wieder verkrochen, der Hund. Was? Nein. Okay, jetzt stehe ich zu sehr im Kreuzfeuer. Erstmal wieder weg, damit ich hoffentlich wieder repariert werden kann. Okay, die Reparatur ist im Gange. Und ich bin wieder bei voller Gesundheit. Ah, da ist wieder der Roboter noch. Ha, einen Reifen weggeschossen. Zweiten Reifen weggeschossen. Ha, das war's für dich. Wir sind rot. Team Rot ist immer noch mit 5 Treffern im Vorsprung. Boah, das nimmt ganz schön deutlich ab. Und jetzt ist er eigentlich schon dran. So, der ist weg. Und der andere sollte sich jetzt unbedingt zur Reparatur begeben. Nein. Auf jeden Fall sind es schöne, schnelle Waffen. Das heißt, man muss nicht noch irgendwelche Wege mit einrechnen. Aber ausweichen geht trotzdem. Habe ich ihm erstmal die Hälfte von den Dingern weggeschossen. 83 habe ich noch. Ha! Wir sind immer noch 6 Kills im Vorsprung. So wird es doch nie was, Leute. Wo steckt ihr eigentlich alle? Ich bin hier schon wieder ganz alleine. Erstmal zu meinen Teamkameraden zurück. Damit wir hoffentlich gemeinsam da noch was Ruder rumreißen. Also da ballert doch schon wieder irgendjemand herum. Also wo ist denn der? Auf jeden Fall ist er ziemlich flink unterwegs. Okay, der ist hinüber. So, jetzt kommt der da wieder. Ha! Sehr schön. Das ist auf jeden Fall cool, dass man ihnen schon mal die Waffen wegschießen kann. Dann können sie nicht mehr so viel Schaden anrichten. Ist das auch schon wieder einer. Auf jeden Fall hat er auch ein Schild aktiv. So, jetzt liegt nur noch der Kopf rum. Okay, cool. Also 23 zu 25. Wir liegen jetzt gar nicht mal so schlecht. Okay, lieber die Waffe wegschießen. Damit er hoffentlich hier keinen nicht so viel Schaden anrichten kann. Aber er hält sich wacker. Wo ist er hin?
Wo ist er hin? Habt ihr ihn schon erwischt? Nein. Okay, im Moment ist es alles ziemlich knapp bei knapp. 25 zu 27. Ha, jetzt ist er nur noch auf einem Bein rumgesprungen. 27 zu 27, das wird echt eine knappe Entscheidung. Los. Schieß ihm die Waffe da oben weg. Bleib doch mal stehen. Ha, Waffe weg. Jetzt bist du nur noch Kanonenfutter. Muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht zu Kanonenfutter werde. Ob Ram eigentlich auch gilt? Ey, schieb mir doch nicht hier in den Hintern rein. Gut. 29, hey, wir sind einen im Vorsprung. Den da hinten noch. Und dann haben wir es geschafft. Juppie. Ja. Okay. Auf jeden Fall verdoppeltes Score, aber jetzt bin ich nicht der Erste. Immerhin bin ich auch nur zweimal gestorben und habe bei 10 assistiert. Na, immerhin. Gut. Das ist dann die Belohnung. Bekomme ich wieder einen Cube. Bronze. Dann schön. 20 von diesen anderen Teilen. Das heißt, es sind 20 von diesen Premium-Währung gibt es wahrscheinlich, sondern es ist einfach Standardwährung. Aber 20 Stück davon. So, das ist Global. Und die anderen. Die anderen sind nicht aktiv. Gut, aber dann fliege ich lieber ein bisschen durch die Gegend und habe da ein etwas schnelleres Spielgefühl. Und werde den jetzt aber auch nochmal bearbeiten, weil ich will da, jawohl, ich will eigentlich gar nicht die große Wumme da drauf haben, aber ich will auf jeden Fall die CPU nutzen und ich möchte natürlich die Schilde installieren. Ja, genau. Das heißt, die Dinger sind jeweils auch immer nur für einen verfügbar. Gut, dann gucke ich mal, dass ich den Schild unterbekomme. Also von der CPU hier reicht es aus. Muss ich nur noch irgendwie da drauf geknallt bekommen. Das ist ja auch ein Riesenteil. Aber das dürfte eigentlich keine Ausrichtung zumindest brauchen. Mal schauen, ob ich das hier hinten hinbekomme. Okay, noch ein bisschen drehen. Jetzt wieder mit der rechten Maus, dass sie die Sachen weggeschnappt. Okay, dann muss ich erstmal ein bisschen was dran bauen, damit ich da irgendwie dieses Ding dann reinbekomme. So, hier unten jetzt wieder auffüllen und dann etwas nach hinten dranhängen, damit das Teil genug Platz bekommt und weit genug entfernt ist von den anderen Teilen. So, mal gucken, ob das ausreicht. Also her mit dem Schild. Das sieht doch cool aus. So, mal gucken, wie das Ding dann tatsächlich dort dranhängt. Sieht ein bisschen schief aus. Könnte man einmal rechts und einmal links dran machen. Aber nun gut. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich gutes Teil, um getroffen zu werden. So, da passt es nicht drauf. Aber eigentlich nur, weil es dort diese ganzen anderen Teile noch gibt. Damit es ein bisschen weiter nach hinten kommen kann, setze ich es dahin. Und werde es auch einfach ganz praktisch hier noch die Ecken dran setzen. Beziehungsweise die gleichen Cubes wie bei dem anderen. Damit das Ding hoffentlich noch ein bisschen geschützt ist und dann nicht einfach... Oh, okay, CPU-Limit schon erreicht. Damit das hier nicht überall weggeballert werden kann.
Okay, das overlappt sowieso. Dann hier drunter noch den einen. Und dann ist das Ding auch schon gut. Noch einmal testen. Mal gucken, wie das Ding sich dann fliegt. Hat schon ein bisschen Last nach vorne oder wirkt es jetzt nur so? Sieht, als ob ich eher durch den Schild jetzt auf die andere Seite bauen sollen. Kannst du eigentlich dann da durchfeuern? Also das heißt, die eigenen ja, die eigenen Elemente innerhalb des Schiffes, da passiert eh nichts mit dann. Aber ich würde dann trotzdem die Kanone irgendwie weiter nach oben setzen. Kann ich jetzt hier direkt nach hinten wechseln. Okay, back to Edit Robot. Und die Kanone hinten aufs Port setzen. So, das heißt, du kommst an der Stelle weg. Und kommst dann, ja, am besten da oben drauf. Das ist auch eine gute Position. Jetzt natürlich nur die Frage, was zu hoffen das waren. Plasmapulser. Sind das alles Plasmapulser? Wahrscheinlich. Plasmapulser dort, Plasmapulser. Ah ja, okay, deswegen ja, ich habe ja nicht mehr genug CPU dafür über. Jetzt muss ich die Box wieder ergänzen, die ich gerade rausgerissen habe. Gut, also jetzt dann mal gucken, was dieser andere Playmode ist mit dem Team Deathmatch. Wahrscheinlich dann mit anderen Spielern. Und mal gucken, wie gut ich mich dann mit dem Fliegerteil starte. Dist Shield Module. Deflect Enemy Fire. Shields last for 5 seconds. Alice can shoot durch das Schild hindurch. Okay. Robo 24, Killer 1. Naja, also ich bin jetzt wieder Team Blau. Und ich kann mich noch nicht bewegen. Mal schauen, wie das jetzt gleich losgeht. So viele Anfänger auf einem Haufen. This is Team Deathmatch. Kill the enemy team to win. The first team to reach the target total wins. Naja, bin ich ja mal gespannt, ob das mit Menschen dann besser geht. Wieso sind hier eigentlich jetzt nur 3 Punkte zu sehen? Die sind ausgestiegen. Und andere kommen jetzt irgendwie dynamisch dazu. Wo ist er denn hin? Also für schnelle Feuerstoße ist es ganz okay, aber... Ja, 2 Kills haben wir schon. Ein bisschen schön ausweichen. Ja, komm schon, explodiere. Okay, nix wie weg hier. Schnell in Sicherheit bringen, damit ich nicht gekillt werde. Ja, wenn meine Waffe da nicht aufgeladen ist, dann kann ich da nicht allzu viel anstellen. Ha. Aber mit den Plasmafeuern, dieses kurze Feuerstöße, die sind schon ganz praktikabel. Damit kriege ich schnell so einen Gegner dann zerlegt. Okay, mit dem da oben kann ich nicht allzu viel anfangen. Okay, irgendwie bin ich hier gerade im Kreuzfeuer gelandet. Verdammt. Aber immerhin, der andere ist noch mit drauf gegangen.
2 haben wir schon. Also ich habe schon 2 Kills, die auf meinem Konto gehen. So, wer ist da jetzt wer? Okay, da sind schon wieder 2, die auf mich feuern. Nichts wie weg. Verdammt, die haben sich gut abgesprochen jetzt. Lass mich wieder ins Spiel. So, wo ist er denn jetzt? Das ist auch ein roter. Das hat doch vorhin so schön funktioniert. Wieso halten die jetzt so lange durch? Vor allem, wieso schießt der mir so viele Blöcke vom Leib? Okay, anscheinend war das doch eher die andere Waffe. Mann, oh! Finde ich aber nicht so lustig. Das hat viel mehr Spaß gemacht, wenn die Kills auf meine Seite gehen. Oh, wenn der jetzt gleich wieder sich repariert, das ist natürlich nicht gut. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist denn der jetzt hin? Mei, einfach abgehauen, der Kerl. Schießen die einfach durch die Felsen durch? Ist ja ein Käse. Irgendwie trifft das Ding nicht. Also da hinten ballern sie rum. Aber ist ja echt blöd, dass nicht mal angezeigt wird, wenn andere die sehen, inwieweit die dann... So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen Kill. Auch wenn es nicht auf mein Konto geht. So. Der geht auch nicht auf mein Konto. Okay, schön. Hauptsache, sie sind hinüber. So, wo ist denn der jetzt hingeflogen? Da ist er. Wetsch, well done, you reach level 3. Was? Immerhin, auch wenn ich keinen Kill bekommen habe, habe ich aber zumindest ein Level gut gemacht. Ey, wir sind 3 gegen 5. So eine Sauerei. Sind die alle abgehauen, die Schnarchnasen. Gibt es eigentlich sowas wie Friendly Fire? Ja, so. Aber gilt wieder nicht für mich. Der ist echt gut im Ausweichen, auch wenn er nur noch einen Kopf darstellt. Surrender? Wieso denn Surrender? Warum soll ich denn surrendern? Wir liegen doch ganz gut, auch wenn wir nur zu dritt sind. Wenn wir 5 Leute in die Tasche stecken, dann machen wir doch gar nicht so viel verkehrt. Okay, 2%. Bloß keinen zufälligen Treffer mehr erwischen. Ist der von uns? Robo hier ist. Wieder aufladen. Jawohl, coole Sache. Coole Sache, das hat gut funktioniert. So, der Robby läuft mal wieder durch die Gegend. Müssen wir hier mal wieder die Beine kürzen. So. Und jetzt du bist gleich dran. Ah, da ist schon wieder ein roter. Nix geht weg. Pum, pum, pum. Einmal hier um die Ecke fliegen. 17 zu 17 ist doch coole Sache.
So, wo stecken die? Komm schon. Ja, 18 zu 18, oh Mann. Scheiße, zu viele Rote hier. Wo sind denn die Blauen? Da hinten sind die Blauen. Noch eine Minute, 19 zu 19, was für ein geiles Match. Hey, nimm dich doch in Acht. Wo ist er denn? Okay, der hat jetzt... Nee, ich habe gerade wieder geheilt, obwohl ich gar keinen großen Schaden hatte. So, 20 zu 19. Wir sind leicht im Vorteil. Nein, er hat wieder einen abgeschossen. So eine Sauerei. Nicht entkommen lassen. Nicht entkommen lassen. Ja, 21. Noch eine Minute. Oh, noch 9 Kills. Ah, das ist doch richtig spannend. Okay, da oben fliegt der andere wieder rum. Sag mal, kann der eigentlich den Robby einfach so wechseln? Okay, weiter nach oben komme ich auf jeden Fall nicht. So, wieder einen abgeschossen. Energie ist in der Aufladung. So, wo ist der andere jetzt hin? Da hinten. Okay, noch ein bisschen. Auf jeden Fall ist es immer gut, die Roten kommen zu lassen. Dann hat man auf jeden Fall die bessere Chance, nicht so schnell überrascht zu werden. Ah, jetzt ist er nach hinten geflogen. Na komm schon, Team Blau Victor. Ja, geil! 3 gegen 5 gewonnen. Wobei wahrscheinlich nicht alle von denen gespielt haben. Oder keine Ahnung. 2700 Punkte, nicht schlecht. 5 Kills von mir und 13 Assists. Ha. Bin begeistert. Okay. Soweit mein erstes Match noch gegen andere Spieler. Und ja, also für kurzweilige Action ist es auf jeden Fall interessant. Hey Diamond. Was er result of your position on the leaderboard at the end of the battle. Hui, ein paar Special-Teile. Das ist eine Engine mit mehr Geschwindigkeit, Sprungteile. Ah ja, da kann man dann höher springen, 37 Meter. Und mehr Aerodynamik. Auch erhöht die maximale Geschwindigkeit. So, mal gucken, wie viel ich jetzt als CPU dazu bekomme. 10 Punkte ist ja nicht viel. Das ist jetzt die Frage, wie man dann auch von der Scratch letztlich so ein ganzes Ding aufbaut. Aber ja, also die Stunde ist so gut wie um. Und ich werde jetzt kein weiteres Match mehr anfangen, weil es ja mindestens 10 Minuten dauert, je nachdem. Gut, das ist die League Arena. Die werden letztlich ja, freigeschaltet werden bei Level 5. Jetzt sehe ich natürlich nicht genau, wie viele Punkte ich hier irgendwie sammle. Aber gut, soweit ja, heute eine Folge aus RoboCraft. Und mal sehen, wie weit ich das Spiel nochmal zwischendurch starte, weil die Gefechte sind auf jeden Fall recht kurzweilig und im Moment habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, als Anfänger da komplett unterlegen zu sein. Also das Matchmaking hat mich jetzt beim ersten Mal nicht komplett platt gemacht.
Im Gegenteil, wir haben sogar eben mit 3 gegen eigentlich 5 Spieler gewonnen. Ich werde mir im Video nochmal angucken, wie viele von denen tatsächlich aktiv waren, aber ich denke, die sind gerade erst ausgestiegen, nachdem das Spiel auch zu Ende war. Also, soweit für heute und bis zur nächsten Folge. Tschüss!